Ja, herzlich willkommen zum nächsten Projekt und zwar Call of Duty Black Ops Cold War, der Teil, der jetzt vor, ich glaube, 2, 3 Jahren rausgekommen ist, 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe und storytechnisch direkt nach dem ersten Hauptspiel einsetzt, also zwischen Black Ops 1 und Black Ops 2 spielt. Bin ich mal gespannt, habe ich auch noch nichts zu gesehen bisher. Aber dachte mir, passt hier ganz gut, dass wir das jetzt hier noch reinpacken. Bis halt Modern Warfare 3, das Reboot erscheint. Mal gucken, wie viel Call of Duty ich da noch da habe und wie viel ich noch zwischenquetschen kann. Schauen wir mal. Dann machen wir das jetzt einfach mal so lange weiter. Okay. Eingestellt ist, glaube ich, soweit alles. Ich muss mal gucken, ob die Teams mit aufgenommen werden. Ich glaube, die sind wieder außerhalb des Aufnahmebereichs. Eventuell muss ich es in den kommenden Folgen mal dann noch entsprechend abändern oder gucken, ob ich es hinkriege, weil irgendwie Fenstermodus auch nur im 21.9. Modus läuft irgendwie. Aber ja, wird sich schon zeigen. Okay, das soll es dann mal soweit an Vorinformationen gewesen sein. Blind Let's Play für mich. Bin ich mal gespannt und wir starten dann mal die Kampagne. So, genau. Bitte ein neues Spiel. Nehmen wir den Soldaten. Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Arash Kadivar und Kasim Javani. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnahmen geben. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Adler? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Adler? Schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? Sind wir frei, uns das Ziel zu schnappen? Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay. Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Okay, dann müssen wir eine Runde Fasim verhören. Die Uhr läuft, Woods. Lassen wir Kasim nicht warten. Okay. Hey Mason, die Geschenke sind im Kofferraum. Sehr gerne. Können wir uns aussuchen. Scheint relativ laut zu sein, ne? Nehmen wir die MP5. Der Pisser glaubt wohl, er wäre sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. So. Einfach folgen. Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Dann ist ja gut. Wohnung direkt voraus.
Verschwand! Nimm ihn seine Tütchen auf! Goal! Hans gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Helfen wir ihnen, das neue Jahr einzuläuten. Feuer frei, Mason. Gut. Los, los, los! Da ist Kasim! Kasim ist die Treppe rauf! Mhm. Wir brauchen Kasim leben. Danke. Ja, macht sich aber gut. Nicht mehr lange. Kasim darf nicht entkommen. Sucht ihn. Wechsle in Deckungsposition. Brauche Deckung, verdammt. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja schon in Ordnung. Nahkampf ausschalten. Okay. Okay, E gedrückt halten. Cool. Aber ich glaube, das wird hier... Okay, doch was bringen. Jawohl. Das ist Wutz. Das nicht. Okay, läuft aber. Wechsle in Deckungsposition. Da ist Kasim. Bewegung, Kasim darf nicht entkommen. Kasim darf nicht entkommen. Du wiederholst dich. Ja, läuft aber. Da ist sogar noch jemand gelaufen. Los, los. Danke. Ja. Warum nicht? Sind echt nicht so gut zu erkennen, die Kollegen. Kasim darf nicht entkommen. Okay, das war er dann tatsächlich. Gut, wenn du zurückschießt, hast du es bisher nicht gemacht. Da wäre Woods. Vielleicht auch eine Idee. Ups, sorry. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Falsche Taste. Läuft ja schon mal gut hier. So, haben wir den wenigstens mal weg. Bewegung, Bewegung! Vorsicht, kurz! Wir brauchen ihn lebendig! Ich mache ihn nur ein wenig weit. Weiter geht's! Ja, ja. Los, los! Granate ist raus! Ja, ich glaube, das ist doch eine etwas bessere Möglichkeit hier. Ja, bin dran. Der Typ schnell.
So, wer ballert hier jetzt noch? Hui. Es gibt kein Entkommen, Kasim. Einigen wir uns. Du darfst, Mason. Na dann. Hey, hey, halt, halt, halt! Halt, halt, halt! Nicht! Ich mach nur das Geld! Keine Ahnung, wo Arash ist! Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Ihr Amerikaner habt Regeln! Ihr habt Regeln! Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Halt! Es ist in der Türkei. Er trifft jemanden beim Trabzon Flugplatz. Morgen Nacht. Ich weiß es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. So, okay. Na dann. Einer erledigt, einer übrig. Ich krieg den nächsten. Hudson, Arash ist in Trabzon, Türkei. Gut, da haben wir schon mal den ersten Beweis. Da habe ich tatsächlich eine Liste. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Flugplatz direkt voraus. Dann suchen wir den Scheißkerl. Ja, alles klar. Super. Wir müssen Arash identifizieren, bevor was passiert. Ja, lass mal rausgehen. Also kriegen wir bei den Dialogen tatsächlich eine Untertitel, ob das vielleicht nicht verkehrt. Also wie gesagt, für die Beweise habe ich eine Liste, wo was zu tun ist. Gibt halt noch zwei Nebenmissionen dann, wenn wir die richtig zusammensetzt nachher. Mason, sieh mal. Was von Arash? Okay. Das ist er nicht. Also das erste. Linke Seite. Ah ja. Arash könnte im Wagen sein. Kann sein Gesicht nicht erkennen. Was zur Hölle? Er hat alle im Wagen kalt gemacht. Das muss Arash sein. Nicht feuern, wir brauchen Bestätigung. Das ist er. Scheinbar ist. Okay. Scheiße, verfehlt! Er darf nicht entkommen! Schnapp Arash! Wir müssen das okay. Flugzeug stoppen! Schnell, bevor das Flugzeug abhebt! Na los, Bewegung! Okay. Ja klar, dass das nicht so wunderbar funktioniert. Und los! Muss nachladen, Moment. Ah, okay. Autsch. Verdammt der Scheiße, sie entkommen! Es ist noch nicht vorbei. Mist, die Sonnenladung.
Scooch. Oh, jetzt. So. Shift können wir dann beschleunigen. Okay. Ja, ja. Ich glaube, die haben wir jetzt. Wieso habe ich gerade 10 FPS? Guck mal, ob du es noch mal ein bisschen fängst. Sein Plan nimmt seinen Lauf. Ihr könnt ihn dieses Mal nicht aufhalten. Wen aufhalten? Perseus. Bullshit. Perseus ist tot. Tot? Diese ganze Zeit und ihr wusstet nicht. Perseus wird zuschauen wie der Westen. Hudson wird das wissen wollen. Sucht nach Überlebenden und dann ab nach Langley. Wer zum Teufel ist Perseus? ...1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor 5 Tagen haben wir auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Sir, Mr. President. Sir, Mr. President. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt.
Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von Ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Hier spricht Hudson. Wie lange, bis wir eine Spur zu Persos haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Alles klar. Gut, dann schauen wir in der nächsten Folge das eben mal. Was wir. Achso, wir können hier dann unser. Ah, hier können wir unseren Charakter erstellen. Okay. Alles klar, bin ich mal gespannt. Schauen wir uns das nächste Mal dann an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich versuche mal das mit den Achievements noch zu regeln, dass ich das irgendwie im Fenstermodus. Bzw. dass der Fenstermodus in 16:9 und nicht in 21:9 läuft. Mal gucken. Ich habe die ja doch ganz gerne in den Let's Plays da mit drin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.